Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kinder. Es geht weiter mit meinen Wir bleiben daheim Videos. Wir haben wieder im Wald draußen, es ist wieder Sonntag, es ist halt nicht ganz so schön, aber wir haben trotzdem gesagt, wer weiß, wann wir das nächste Mal wieder rauskommen, was noch alles passiert. Also gehen wir nochmal raus. Und darum habe ich halt einfach nochmal ein paar schöne Waldaufnahmen gemacht. Habe wieder im Test meinen Highlander-Rucksack mit dabei, mit dem ich eigentlich echt sehr zufrieden bin. Das ist ja der kleine Bruder von meinem 66er, das ist der 33er. Und der bewährt sich. Und was ich heute vor allem dran habe, ist das. Meine Sportomatics. Und da muss ich sagen, wenn ihr sagen möchtet, ob die vernünftig sind oder nicht, dann bleibt ihr halt einfach mit dran. Die braucht ja eben 2000 Watt. Also Leute, hier ist ja das Geheimnis von den Sportomatics dran. Es ist so, du siehst, wie der Zylinder arbeitet. Ja. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen schneller rüber, so, jetzt drücke ich. Wenn ich jetzt loslasse, hast du das gespürt? Ja, ist aufgegangen. Eine Lösung zu finden, um Verletzungen zu vermeiden, bevor sie eigentlich entstehen. Unser Körper ist einfach zu langsam und das sind genau die Bewegungen, wo wir zu langsam reagieren. Da passiert es, dass halt im Sprunggelenk gern die Bänder reißen. Also was damit sonst nicht, wenn ihr quasi hier umknickt, dann reagiert das Ding so schnell, dass ihr eben nicht mehr umknickt. Das finde ich eigentlich recht gut. Der Vorteil ist, es stabilisiert mehr als irgendeine starre Orthese vergleichbar. Also es kann wirklich mehr Kräfte aufhalten als Orthesen, ist aber vom Tragekomfort frei beweglich. Das heißt, ich bin in keiner Art und Weise eingeschränkt. Wenn ich quasi zu schnell umschnackeln würde, dann würde sich das anspannen und ich würde nicht umkippen. Also ich würde zwar vielleicht umfahren, aber würde mir meine Bänder nicht reißen. Und was halt der zweite ist, was ich jetzt mittlerweile sehr gut festgestellt habe, ist hier, das stabilisiert das Ganze. Das ist so, als ob ich in meine Bundeswehr-Bergschuhe gehen würde. Stabilisiert wirklich super alles. Und mal sagen, hier kann man es einstellen vom Klettverschluss her. Enger oder weniger. Das ist so ein Material, das erinnert mich eher so vom Tauchanzug, aber ganz dünn. Von dem her sehr angenehm zum Tragen, muss ich sagen. Und ja, ich muss echt sagen, ich bin jetzt seit 20 Jahren das erste Mal wieder mit Schuhen, die nicht gescheit gebunden haben, gegangen. Und trotzdem habe ich den totalen Halt gehabt. Wenn man so die Bäume gerade anschaut und ich habe keine hohen Schuhe an. Die geht trotzdem wieder. Das ist geil. Nachdem wir keine Lust haben, über den Bach drüber zu gehen, weil das ist jetzt der Nachteil, wenn man die halb hohen Schuhe anhat, müssen wir uns hier einen Weg durchkämpfen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Thank you.
Da kommt man da die Schlucht runter, kämpft sich durch und dann kommt plötzlich mitten im Wald sowas. Hab dann ein paar Tage später nochmal den gleichen Test gemacht mit meinen halbhohen Bergschuhe, also Meindl-Bergschuhe. Ich muss echt sagen, man hat mit den Sportomatics einen wesentlich besseren Halt und ich fühle mich da drin echt sicherer. Hätte ich nicht gedacht. So Leute, kommen wir mal zu meinem Fazit von den Sportomatics. Ich habe die jetzt, weiß nicht, 5, 6 Touren dran gehabt. Heute haben wir rund 10 Kilometer gegangen und heute mal wirklich über Stock und Stein. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Ich habe in denen, die stabilisieren den Fuß so gut, dass ich, ja, das ist fast so, als ob ich meine normalen Bergschuhe auch habe, aber die richtig schweren. Also da ist richtig massiv, da kannst du auch nicht umknicken. Ich bin umeinander gerannt wie ein junges Rehlein, für mich ganz ungewohnt in die Halbschuhe. Weil, wie gesagt, wer es noch nicht weiß, ich habe links war mein Fuß komplett weg, alle Bänder gerissen und rechts habe ich mir dreimal alle Bänder gerissen. Also meine Füße sind definitiv defekt und für mich sind die Sportomatics echt toll, muss ich echt sagen. Also von mir, ich meine, sie sind nicht günstig, es ist halt Sportmedizin, logischerweise ist es nicht billig. Aber wer auch kaputte Füße hat, so wie ich, muss ich echt sagen, kann man einzeln kaufen, nur für den linken oder nur für den rechten Fuß, aber ich habe zwei kaputte Füße und von dem her muss ich echt sagen, von mir top. Also ich werde auf meine Touren jetzt immer anhaben, muss ich echt sagen, weil ich fühle mich richtig sicher mit denen. So, wir sind jetzt hier in der Schlucht, haben uns jetzt hier runtergekämpft zu dem kleinen Bächlein. So geht es natürlich auch, wenn man da so schaut. Der hat sogar durchgemacht, das Loch. Krass. Das sieht man jetzt auch eher selten. Naja, überqueren wollen wir nicht, dann müssen wir da hoch. Hilft nichts. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen, wo wir hier wollen. Bis auf Autos, da fehlt mir hört man halt gar nichts. Richtig angenehm, tut gut. So Leute, das war es heute wieder für mich. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls noch nicht passieren, gerne meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Kimber. Pfiat euch.